Auswärts hat es jetzt ja die letzte Woche richtig gut geklappt. Würde sie lieber auswärts spielen? Nein, ich spiele gern daheim. Auch wir wollen ja uns ja zeigen bei den Leuten, die kommen. Aber was ganz wichtig ist, ist einfach, dass die Zuschauer, was sie auch super machen, dass wir dann taktisch so spielen und die Jungs dann so die Ruhe bewahren können bei uns, dass man halt auch, wie soll ich sagen, das haben wir auch gesehen bei Gladbach, da wird dann der Ball hinterher laufen gelassen, dann wird klatschen lassen vom Sechser, dann wird nochmal quer und dann nochmal klatschen lassen, bis die Lücke aufgeht. Also, und das brauchen wir natürlich auch, diese Geduld. Sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Das ist wahnsinnig wichtig, dass wir nicht, dass die jungen Spieler, die wir haben, dass die nicht hippelig werden und denken, sie müssen dann sofort den zweiten Ball schon nach vorne spielen. Das geht nicht immer und das ist auch nicht immer die richtige Strategie. Man muss die Lücke suchen. Und da brauchen wir die Geduld, mir selber und drumherum auch. Und auch das Zutrauen, dass der Torwart mit ins Spiel einbunden wird. Auch. Und wir brauchen jeden, damit wir den Spielaufbau konstruktiv gestalten können. Und da muss man einfach Geduld haben und Ruhe. Wir brauchen nichts mehr als Ruhe am Ball. Das ist das Wichtigste.